Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach die Häkeltechnik Broomstick Lace selber machen könnt. Und zwar braucht ihr dafür einmal Garn und eine passende Häkelnadel. Das hier ist die 6-0 Häkelnadel, weil das Garn hier recht dick ist. Zur Vorbereitung habe ich hier eine Reihe aus 16 Maschen gehäkelt. Und zwar einmal aus 16 Luftmaschen und hier findet ihr 16 Festmaschen. Ihr braucht eine Anzahl, die in diesem Fall durch 4 teilbar ist. Nun nehmt ihr die letzte Masche und zieht sie etwas hoch. Ihr könnt dafür zum Beispiel hier einen Stift reinstecken, damit die Schlaufen gleichmäßig werden. Oder ihr nehmt einfach euren Finger und macht es so nach Gefühl. Ich nehme jetzt etwa die Länge. So. Dann halte ich das Ganze fest, steche in die nächste Masche und wickle meine Häkelnadel mit Garn, halte diese Schlaufe schön fest und ziehe wieder hoch. Ihr seht die zweite Masche. Dann halte ich das Ganze wieder fest, steche ein, wickle das Garn und ziehe die nächste Masche hoch. Und das Ganze mache ich, bis ich am Ende angekommen bin. Nun sieht das Ganze hier so aus. Wir haben hier unsere festen Maschen und hier haben wir unsere Schlaufenmaschen. Dann nehmen wir unsere Häkelnadel und stechen in die 4 ersten Maschen ein. So sieht es aus. Dann nehmen wir hier unseren laufenden Faden, dass er so hinten ist, und wickeln die Häkelnadel und ziehen diesen Faden durch die 4 Schlaufen durch. Wir haben hier durchgezogen, wickeln das nochmal und machen eine Masche zum Abschließen, damit das Ganze hier fest ist. So, jetzt stechen wir wieder unter diese 4 Maschen ein, holen den Faden und häkeln eine feste Masche. Eine, dann hier die zweite und hier die dritte. So sieht es aus. Nun nehmen wir die nächsten 4 Maschen. So haben wir hier unseren Faden, umwickeln die Nadel damit und häkeln eine feste Masche, damit diese beiden verbunden sind. Und jetzt häkelt ihr wieder hier jeweils eine feste Masche und das Ganze dreimal. Und das macht ihr die ganze Reihe lang. Und wenn ihr fertig seid, sieht das Muster so hier aus. Wir haben hier Schlaufen und wir haben hier normale Maschen, mit denen ihr einfach weitermachen könnt. Ihr könnt jetzt eine Wendemasche machen und die Arbeit hier mit festen Maschen vollenden oder ihr lasst das einfach so. Also dann, viel Spaß beim Nachmachen!